Der Raum, den Sie hier sehen, ist ein bisschen Ausdruck davon. Wir haben damals gesagt, wir wollen eigentlich ein Büro haben, das keine dezidierten Wände hat oder keine abgeschotteten Bereiche, sondern wo die Leute sich sehr, sehr schnell zusammenfinden können. Wir haben hier eine Diversität an Leuten, die arbeiten. Das ist schon relativ beeindruckend. Das heißt, wir haben hier mehrere Formen der alltäglichen Begrüßung. Also wenn Sie hier reinkommen, dann haben Sie einen bestimmten Teil der Menschen, die müssen Sie so begrüßen. Das sind die absoluten Rapper-Fans hier. Oder Sie haben einen anderen Teil, den begrüßen Sie so und einen anderen begrüßen Sie so. Es gibt hier Leute, die tragen Schlips und Leute, die überhaupt nicht wissen, was das ist. Also es geht schon ziemlich über alle Muster hinweg. Und wenn man sich anschaut, was hier an Personen integriert ist, dann ist das schon eine sehr ungewöhnliche Zusammenballung. Viele Leute würden auch sagen, es sind sehr viele Spinner dabei, sehr viele gebrochene Karrieren. Leute, die zwischen ehemals Theaterschauspieler und jetzt plötzlich Berater oder sowas und Psychologe zwischendrin alles hinter sich gebracht haben. Ich glaube, wir lieben alle miteinander das Nicht-Normale in dem Sinne. Da, wo es geradlinig geht, sind wir nicht wirklich zu Hause. Da, wo die Dinge kalkulierbar werden, fühlen wir uns nicht wirklich wohl. Und da, wo die Dinge die Gefahr der Routine besitzen, nicht im Sinne der Qualität. Wir versuchen auch bei sehr viel wenig Routine noch hohe Qualität in den Prozessen zu gewährleisten. Aber wenn man merkt, man hört auf, wach zu sein, weil etwas immer gleich läuft, dann entsteht hier spontane Unzufriedenheit. Dann merkt man, wir fangen wieder an zu suchen. Das kann so nicht sein. Das muss doch noch weitergehen. Da muss doch noch irgendwas passieren. Also das ist hier schon gegeben. Und wir haben halt eine sehr ungewöhnliche Verbindung zwischen EDV, Psychologie, Grafikdesign, da geht alles durcheinander. Also wir sind irgendwie sowas wie eine Unternehmensberatungs-, Kommunikations-, Werbeagentur mit Filmanhang und weiß ich nicht, keine Ahnung. Also man kriegt es nicht irgendwie richtig in den Raster. Es ist eine sehr hybride Angelegenheit, die aber trotzdem befruchtend sein kann, was die meisten Hybriden nicht sind.